Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit Sky und Carla und Moon. Sky ist gerade auf der Arbeit und Moon und Carla spielen hier mit den Flashkarten. Sehr, sehr süß. Und ich würde sagen, wir werden einfach mal direkt an unsere Dingens drehen. So, wir nutzen natürlich wie immer den Random Number Generator. Das ist die 145. Mal schauen, was haben wir denn da? Du stirbst. Oh, fuck, ey. Das tut mir jetzt richtig hart weh. Also mir war klar, dass unsere liebe Carla jetzt bald von uns gehen wird. Aber dass das jetzt schon... Also, ich hätte mir auch gedacht, dass... Nein. Ich hätte mir auch gedacht, dass das jetzt halt vielleicht diese Folge schon passiert. Aber dass das jetzt direkt am Anfang so passiert, ist schon irgendwie blöd. Was steht denn... Hier. Sie hätte noch 5 Tage. Aber eigentlich muss sie jetzt direkt, ne? Also ich würde sie jetzt noch leben lassen, bis Sky zu Hause ist. Ich weiß noch nicht, wie wir es genau machen sollen. Also ich werde wahrscheinlich über MCC werde ich dann das auswählen. Also weil man kann hier Sim töten wählen. Und dann kann man hier auswählen, wie der Sim gestorben ist. Von der Mutter verspeist, Alter. What the fuck? Ich würde dann, glaube ich, am ehesten sogar noch den Blitzschlag nehmen, aber wir schauen erstmal. Das tut richtig weh. Bin ich ehrlich. Was ist mit der Mausi? Warum ist sie traurig? Möchte sie nicht mehr mit den Karten spielen? Ja. Dann kann die Mausi ja einfach mal auf Klo gehen. Wieso sind alle voll mit diesen Toilettenstreichen? Ich raste bald aus. In meinem privaten Spielstand auch immer. Und das Haus ist auch schon wieder kaputt. Meine Güte, ey. Mann, ich möchte nicht. Oh, Bibi. Ich sterbe. Ich liebe diese Interaktion so sehr. Ich kann nicht. Ich brauche nochmal einen Screenshot von den beiden Mausis. Och Mann, ey. Ich will nicht. Ich will nicht, dass sie stirbt. Aber früher oder später muss es ja so weit kommen, ne? Es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Aber es tut trotzdem weh. Weil ich habe sie schon ins Herz geschlossen. Sie kann auf jeden Fall dieses Haus mal wieder reparieren. Wahrscheinlich hat sie es auch kaputt gemacht, aber I don't know. Okay, sie spricht mit dieser... Umweltbeauftragten da. Naja, hat sie zumindest schon noch mal ein paar soziale Kontakte gepflegt hier. Oh Mann. Mein Herz bricht einfach. Ich kann das nicht, wenn meine Sims sterben, wenn ich sie so ins Herz geschlossen habe. Ich muss hier noch Tartosa hinzufügen übrigens. Ah. Wenn ihr noch irgendwelche neuen Sachen habt, die wir hier hinzufügen können, dann let's go. Ich würde ja grundsätzlich sagen, wir bauen einen Friedhof oder wir laden einen runter. Ich weiß noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall einen Friedhof für unsere Family haben. Mausi, sie spielt jetzt mit dem süßen Zelt. Oh. Kann, ich weiß nicht, ob da genug Platz ist, aber kann sie Monster spielen? Ich möchte, dass sie noch genug Zeit, also noch so viel Zeit miteinander verbringen, wie es halt irgendwie geht. Oh mein Gott, in einer halben Stunde kommt Sky nach Hause. Und dann müssen wir ja leider... Ich meine, Blitzschlag macht gar keinen Sinn bei dem... Oh, süß. Also nochmal. Oh nee. Das Kind ist zu verängstigt. Angst vor Monster. Oh nein. Nicht zertrümmern. Über Spielzeug reden, bitte. Blitzschlag macht gar keinen Sinn bei Sonne und so. Aber ich finde es trotzdem noch irgendwie fast am sinnvollsten von allen Sachen. I don't know. Ach, bis 16 Uhr muss sie arbeiten. Okay. Dann haben wir ja noch eine Stunde. Nicht zertrümmern. Hör auf, immer alles zertrümmern zu wollen. Kann sie nicht da mitspielen? Warum kann man nicht einfach selber sagen, dass sie da mitspielen soll? Das ist eigentlich voll süß. Ich möchte mit Sky auf jeden Fall noch einmal mit ihr reden. Ich möchte ihr trotzdem die ewige Liebe erklären. Auf geht's, Sky. Ich liebe euch. Das ist so anzusehen. Ich hab's gedrückt. Ah! Das wird jetzt irgendwann passieren. I don't want this. Natürlich ist sie auch richtig sad. Eher so. Ich mache hier nur meinen Job. Und die so. Und er so. Boah, ne? Dann nimm ihn jetzt auch. Ihm vor allem. Nimm sie jetzt auch mit. Jetzt schwingt er seine Sichel. Oh, I don't want this. Da passiert's. Ich tue die Urne mal in ihr Inventar. Das ist so blöd. Carla um Getränk bitten. No. This hurts a lot. Mann, ich habe so freulich hier gestartet, weil ich liebe dieses Let's Play einfach so, so sehr. Und jetzt ist halt schon wieder alles so sad und
Meh. Ich meine, wir werden noch sehr, sehr viele Tode erleben in diesem Let's Play, aber meh. No, das ist mega süß, dass sie uns einlädt und darüber und dann mit mir darüber reden will. Let's go. Also ich meine, Moon kommt schon klar. Richtig fies einfach. Nein, aber wenn sie schon so fragt, so über Probleme beschweren. Oh, es brennt. Es brennt vor allem. Nein, renn bitte rein. Hört kurz auf zu reden, bitte. Ich möchte jetzt nicht, dass du auch stirbst, weil sonst haben wir ein bisschen verkackt. So, um Tisch bitten. Ja, und wo ist unser Tisch? Welchen Tisch kriegen wir? Den hier? Oder was? Ja. Okay, ich möchte bitte schon mal bestellen. Danke. Malzbier klingt doch ganz gut. Und sie nimmt, auch ein Malzbier. Komm, gönnt euch. Kuhpflanzen-Essenz bei Seekuchen. Den nehme ich. Let's go. Und die Lara nimmt diesen Bananencremekuchen. Ich meine, Bier und Kuchen ist vielleicht nicht unbedingt das, was ich jetzt so trinken würde. Also essen und trinken würde zusammen, aber was weiß ich schon, ne? Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen miteinander quatschen. Bitten wir um Rat. Ja, also die beiden quatschen hier so ein bisschen. Ich glaube, das tut Sky gerade auch ganz gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich Sky vielleicht ein Tattoo irgendwie in irgendeiner Form stechen lassen würde, dass sie an Carla erinnert. Because we all know they are in love. Also sie liebt sie auch immer noch so, ne? Nom nom nom. Essen. Und trinken tut sie schon gut. Das ist auf jeden Fall nett. Wohltuendes Malzbier. Das ist schon mal schön. Also ich meine, dieser Alkohol ist hier nicht die Lösung und so, aber ich glaube, für gerade hilft das. Gut, ich würde dann Essen beenden und Rechnung bezahlen. Aber ich glaube, hier passiert nicht mehr so viel. Und dann gehen wir nach Hause. Und dann gehe ich jetzt in den Cars und gucke, ob ich ihr irgendein Tattoo geben kann, was halt so sie an Carla erinnern könnte. Oh. Ich habe halt diese hier. Das sind so Freundschaftstattoos und so. Ich finde das mit dem Herz sehr passend. Ja, ich nehme auf jeden Fall das hier mit diesem Herz, weil das zeigte dann, dass ihre eine Hälfte quasi nicht mehr da ist. So, das ist so traurig, aber es passt halt trotzdem sehr gut, finde ich. Wieso schläfst du nicht, junge Dame? Warum bist du überhaupt nicht müde? Das macht gar keinen Sinn. Geh bitte schlafen. Und du gehst einfach baden. Ich glaube, baden ist schöner. Hier, nimm ein Schaumbad. Ich würde auf jeden Fall ein Schaumbad nehmen, wenn ich traurig wäre. Aber sie fühlt sich gerade auf jeden Fall erstmal ein bisschen besser. Ich glaube, das tat ihr ganz gut, dass Lara sie gefragt hat, darüber zu sprechen. Jetzt wird sie, glaube ich, wieder besessen. Das wird jetzt alles nicht ganz einfach, ne? Aber wir können ja schon mal für heute drehen. 141. Küsse einen Sim. Och, nee. Ich will kein Küssen, Mann. Das ist so fies. Also, ich meine, wir können ja noch Glück haben, sage ich mal, dass Carla uns vielleicht anruft und wir uns dann mit ihr treffen können. Und dann können wir sie ja küssen. Weil anders will ich gar nicht küssen, Mann. Warte, dann können wir ja die Uhren einfach erstmal da hinstellen, weil vielleicht kommt sie dann ja von selbst raus. Und sagt dann so, hi. Weil dann kann ich sie nämlich einfach küssen. Hier, wir können ja Gespenst herbeirufen. Oh, geht das nicht? Gespenst herbeirufen. Irgendwie geht diese Interaktion nicht. Aber kann man nicht Verbindung zur physischen Welt stärken? Ach, da ist sie. Ah, sie ist wütend. Toll. Romantik. Okay, ich bin so traurig, dass das nicht geht, aber wir können ja trotzdem ein bisschen mit ihr talken und dann können wir vielleicht gleich sie küssen. Maybe, wenn sie ein bisschen glücklicher dadurch wird. Oh, jetzt verschwindet sie da rein. Oh, ich dachte schon. Wenn sie dadurch ein bisschen glücklicher wird, wäre das ja gut, weil dann könnte es ja mit dem Küssen klappen. Can you please wait for me? Kann ich sie ja um Rat bitten nochmal? Oh, versuchen zu flirten. Dann können wir sie versuchen zu beruhigen. Ey, stopp. Ich will dich doch nur küssen. Jetzt versucht die hier irgendwas zu grillen, ey. Was ist da los? Ja, geh bitte gleich arbeiten. Aber willst du vielleicht trotzdem deine Frau versuchen, irgendwie zu küssen, Mann? Leute, das sollte doch nicht so schwer sein. Also beziehungsweise, sie war ja nie verheiratet, aber was ist das? Ein Spannungssud. Sollen wir das trinken? Ich weiß nicht, was das bringt. Komm, das muss doch irgendwie klappen, Leute. Dieses Entspannungssud hat irgendwie gar nichts gebracht. Warum macht die das jetzt nochmal? Was ist mit ihr? Ja, und sie sitzt da halt so komplett lost. Also sie schläft halt noch komplett lost einfach. Wir engagieren einen Zitter. Finde ich sinnvoller. Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beileid. Danke, Markus. Wir versuchen es auf jeden Fall später nochmal, dass wir
Carla herbeirufen? Weil ich will wirklich keinen anderen küssen, ey. Das sehe ich jetzt nicht. Nom nom nom, lecker Chiquinagis. Sie hat ja schon überall Level 3, hör mal. Das Kind ist ja krass drauf. Das heißt, dieses eine Bonusmerkmal-Dings, die kriegt sie auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Weil sie hat ja, glaube ich, morgen schon Geburtstag. Genau, das machen wir dann, glaube ich, im nächsten Part. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Aber hey, dann haben wir wenigstens im nächsten Part irgendwas Positives. Weil dann wird sie ja dann auch umgestalten. Dann sehen wir so zum ersten Mal, wie sie dann so aussehen wird und so. Das ist eigentlich richtig süß. Spiel mal mit Puppen. Lenk dich ein bisschen ab, Girl. Ich meine, dann ist dieser Part halt diesem Traurigen gewidmet. Dann ist das eben so. Aber dann wird der nächste Part wieder ein bisschen positiver. Auch wenn natürlich das Ganze noch ein bisschen nachschlagen wird. So, da ist Sky wieder. Hello, hello. Dann können wir einmal kurz auf Pause drücken. Danke. Ich möchte nicht, dass sie stirbt. Dann können wir sie wegschicken. Und dann kannst du rein. Dann rufen wir das Gespenst herbei. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, aber ich versuche es nochmal. Okay, da passiert nichts. Das heißt, entweder ist sie schon auf dem Grundstück oder ich weiß nicht. Oder es funktioniert gerade nicht. Also ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Dann können wir trotzdem einmal um sie trauern. Das ist vielleicht gut für den Prozess. Ich möchte vorbeikommen und abhängen. Naja, okay. Ist ja eigentlich unsere Freundin auch, ne? Oh, da ist sie ja. Bitten wir sie auf jeden Fall herein. Können das ja bei ihr entschuldigen erstmal. Und dann können wir jetzt gleich mit ihr dann quatschen. Da haben wir sie eingeladen. Toll. Ein bisschen blöd gelaufen dann, ne? Der Geburtstag von Moon naht, ich weiß. Geh bitte rein. Ich habe keinen Bock, dass du stirbst. Kann sie bitte aufhören, die ganze Zeit zu kochen? Hier, mache ich ja wieder ein düsteres Kompliment. Irgendwie klappt das gerade nicht so. Das nervt mich voll. Ich meine, es sollte jetzt nicht so schwer sein, die Verlobte zu küssen, Alter. Auch wenn sie tot ist. Romantik, düsteres Kompliment. Ich bitte darum, ey. Versuchen zu flirten. Dann mache ich mit ihr so ein bisschen Quatsch. Vielleicht hilft das ja. Sie mag Unfug nicht. Na gut. So, dann fragen wir sie, ob sie mit uns in die Sterne guckt, weil ich glaube, dann kann man so inspiriert sein. Das wäre natürlich gut. Außerdem ist das eine süße Interaktion. Ja, ihr Mausis. Also Carla ist auf jeden Fall, hat ein inspiriertes Moodlet bekommen. Wir brauchen jetzt noch irgendwas, was das überschreibt, weil... Stopp! Ah! Massage anbieten, bitte. Hier noch bitte einfach. Guter Ruf, toll. Carla und Sky sind gute Freunde geworden. Wieso überschreibt das das nicht? Plus eins, plus zwei, plus zwei. Oh, das sind genau fünf. So ein Quatsch. Nein, jetzt geht die wieder. Gespenst herbeirufen. Ich versuch's nochmal. Jetzt ist sie schon wieder besessen. Oh mein Gott, ey. Das ist so unnötig alles, ey. Mann, ich versuch doch nur meine Verlobte zu küssen. Komm ran, versuch nochmal Geist zu beschwören. Sie kommt gerade nicht nochmal. Ich weiß, dass sie Geburtstag hat, aber ich kann gerade nicht. Das gibt's doch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall hier ein Ereignis. Eine Geburtstagsparty. Das ist ja eine Lüge. Lüge kann man Kleinkindern nicht auswählen. Dann machen wir einfach eine Hausparty. So, man kann sich nicht selber auswählen, wenn man nicht da ist. Aber ich will halt dann, dass ich für den nächsten Part eine Erinnerung habe. Jetzt ist sie da, ernsthaft? Früher verlassen, ja. Die wird schon nicht gekündigt. Außerdem haben wir genug Geld. Ich brauche das jetzt. Weil sonst kann ich diesen Party nicht beenden. So, dann mache ich jetzt erstmal. Kann ich jetzt vielleicht eine Geburtstagsparty auswählen? Nein. Okay, dann mache ich eine Hausparty und lade hier so ein paar Leute ein. Ja, ganz toll. Und dann feiern wir aber zu Hause und dann feiern wir nachher 20 Uhr oder so. Bis zu dieser Zeit sollte ich es ja wohl geschafft haben, meine Frau hier zu küssen. 3 Stunden noch. Heul dich aus. Beeil dich. Weil ich glaube, dadurch geht richtig viel weg. Ja. Ich hab's. Und jetzt müsste ich sie küssen können. Ja! We did it! Okay, jetzt geh bitte rein. Weil sonst stirbst du auch. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Diese ganzen Energiesuits, Alter. Wir tun auf jeden Fall das hier, diese Urne, wieder ins Inventar. Und ich kümmere mich dann irgendwie darum, dass ich irgendwie einen Friedhof platziere und wir dann vielleicht im nächsten Part oder so dann zum Friedhof gehen und dann den Grabstein dort platzieren. Das mache ich aber offscreen. Ich suche mir irgendwas Schönes raus. Erstmal. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch welche bauen. Und ja, im nächsten Part feiern wir dann auch den Geburtstag von Moon. Dieser Part war chaotisch und traurig und ja, wild einfach nur. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass es im nächsten Part alles ein bisschen entspannter wird. Deswegen sehen wir uns bestimmt dann wieder. Bis dahin und tschüss!